und Freunde gepflegter Rockmusik. Heute habe ich mal ein bisschen was ganz anderes für euch rausgesucht aus meinem Archiv. Und zwar Tiamat, Wild Honey. Tiamat, der Name einer babylonischen Urgöttin. Die Band kommt aus Schweden, das Album 1994 erstmalig erschienen. Hier in einer remasterten Wiederveröffentlichung. Die allein schon den Kauf lohnt, aufgrund dieses wirklich wundervoll gestalteten Booklets. Also für echte Sammler ist allein dieses Booklet schon eine feine Geschichte. Tiamat sind eine Band, die dem Gothic Metal eher zuzuordnen sind. Kommen so aus so einem Death-Doom-Bereich. Die ersten Alben von denen waren auch noch in der Richtung. Dann trennte sich der Bandgründer Johan Edlund von den meisten seiner Musiker. Und für sein viertes Album suchte er sich dann andere Musiker zusammen. Und man merkte gleich, die haben irgendwie was anderes gehört in der Zwischenzeit. Man merkt, die haben ganz, ganz viel Pink Floyd gehört. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt, ich höre Pink Floyd sehr, sehr gern. Insofern war das auch für mich nicht uninteressant, um in dieses Album mal reinzuhören. Anfänglich hat es mich ein bisschen abgeschreckt, weil so Death und Doom und höre ich halt nur ganz, ganz selten. Ist mir halt nicht ganz so fröhlich genug. Dieses Album ist auch kein fröhliches Album, davon mal ganz ab. Aber es ist ein furchtbar atmosphärisches Album. Mit zum Teil klaren Gesängen, einem tollen Gitarrenspiel. Und vor allem beim Song Gaia merkt man, dass die Jungs echt Pink Floyd, ein bisschen King Crimson vielleicht gehört haben, aber in erster Linie Pink Floyd. Ich glaube, bei einem späteren Interview sagte der Herr Edlund auch, dass das so gewesen sei, dass sie halt ein Pink Floyd-Konzert besucht hatten und einfach beeindruckt waren von dem, was dort abgeliefert wurde. Da sie selber gerade auf der Suche nach einem neuen Sound waren, haben sie dann die Einflüsse mit einfließen lassen. Tolles Deutsch. Und das mündete halt in diesem Album. Man hört das. Man kann wirklich hören, wie viel mehr Atmosphäre, viel mehr Dichte da drin ist. Und wie sich dort eine neue Musikrichtung für diese Band eröffnete. Heute sind sie ja doch eher dem reinen Gothic Metal zuzuschreiben. Dieses Album zeigte den Weg dahin auf und war sozusagen der Wegbereiter dahin. Heute kaum noch aus der Musikwelt in dem Bereich wegzudenken. Hier habt ihr den Ursprung. Ich werde wie üblich versuchen, euch das eine oder andere hier bei YouTube zu verlinken, dass ihr mal reingucken könnt, dass ihr mal was über die Band lest, dass ihr vielleicht auch mal weiter reinhört und einfach mal, genauso wie ich, eine neue Musikrichtung für euch entdeckt. Bei mir war es mit diesem Album, dieser Band dann der Fall. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt weiter viel Spaß und Rock on!